Oh mein Gott. Also ich bin jetzt wieder auf dem Boden gelandet. Ich warte jetzt auf das Videomaterial. Es war einfach nur unglaublich geil. Besser als ich gedacht hätte, und es war auf jeden Fall wert, dass ich die höchste Höhe genommen habe, also 15.000 Fuß. Weil ich hatte eine Minute freien Fall und es hat sich viel, viel kürzer angefühlt. Es war einfach nur genial. Ich meine, gefühlt, ich bin aus dem Flugzeug raus und Schluss war ich wieder auf dem Boden, weil die Zeit so schnell vergeht, weil es einfach so geil war. Es war einfach wirklich unbeschreiblich. Es war halt auch so 15.000 Fuß, das sind ungefähr 4.600 Meter über dem Boden. Ja, das heißt, wir hatten sogar dann ab 12.000 Fuß dann noch die letzten 3.000 Fuß so ein bisschen Oxygen-Masken, also Sauerstoffmasken auf. Wäre wahrscheinlich jetzt nicht nötig gewesen für mich, aber ja, war schon hoch. Und die Aussicht war auch einfach genial. Also wir haben halt wirklich keine einzige Wolke irgendwo gehabt. Ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe und die 469 Dollar für den 15.000 Fußsprung waren es auf jeden Fall wert. Und dann auch nochmal die 329 Dollar für das Videomaterial, also mit Kameramann, also Kameramann und dann noch das, der mit dem ich geflogen bin, noch gefilmt hat und Fotos gemacht hat und so weiter. Ja, das war es auf jeden Fall auch wert. Also gehe ich davon aus, ich habe die Videos auch noch nicht gesehen, aber bei der Aussicht. How are you guys today? Good! Nice, man. See, it's a beautiful day. Awesome. And we're about to jump out of a plane for 15,000 feet. Woo! Feeling good? Yeah, I'm so happy that I'm doing it right now. Nice, man. Where are you from? Germany. Germany. Any jumping with friends or family or anything today? No, just alone. Just me. Sweet as, man. Anything you want to say before we go? YOLO! Sweet, bro. Let's have some fun.
Awesome. Pretty good, eh? Yeah. Good job. Better than a pod. High five, man. Thank you. Much, my stranger. Thanks to Miss Garda Monica. So, ach, und übrigens das Video. Das wird anscheinend bei denen automatisch zusammengeschnitten, denn ich habe eine sehr coole Szene vermisst und hat halt immer da dann rausgekartet, wenn ich dann halt meine Finger hier so dann davor gemacht habe, wo dann I love New Zealand NZ steht. Also ja, da habe ich dann einfach mal gefragt, ob man das noch irgendwie dazu kriegt oder so, und dann habe ich einfach noch netterweise die RAW-Dateien, also die kompletten Videodateien bekommen und kann das mir dann selber zurechtschneiden. Habe ich auch kein Problem mit, ja. Und dann hatte ich auch noch einen Anruf bekommen, während ich gerade gesprungen bin. Also ging halt auf nicht durch, war halt auch im Flugmodus. Und er hat mich heute früh nämlich noch auf einen Milchfarm-Job beworben. Unter dem Motto dann so, ja, und bitte rufen Sie mich nicht an, weil ich werde so von so vielen Leuten schon immer angerufen, wo ich mich immer bewerbe. Und die spammen mich auch mit Mails zu, also bitte keine Mail senden und oder solche Sachen halt. Und ja, lustigerweise stand dann, habe ich es im Nachhinein gesehen, auch noch in den Beschreibungen des Jobs, also dass der Typ, der da sich bewirbt, Tumor haben sollte, passt. Und dann wurde ich halt auch angerufen, aber naja. Und dann habe ich halt zurückgerufen, da ist niemand rangegangen, Mailbox, habe ich kurz was drauf gesprochen und dann habe ich halt jetzt eine Mail bekommen, dass er mich versucht hat anzurufen, mich leider nicht erreicht hat und jetzt halt mittlerweile schon jemand anderen angestellt hat. Also eine Stunde nachdem er ja, mich angerufen hat. Aber naja, die Stelle war halt auch as soon as possible. Also von daher dachte ich wahrscheinlich ganz dringend, geht man mit einem Kobold-Check und der nicht warten, bis ich mich zurückmelde. Naja, und dann habe ich mich halt jetzt noch auf wieder was anderes beworben. Auch wieder mit dieser Masche. Aber diesmal stand da nicht drin, so Tumor haben oder sowas. Ja, das so alles dazu. Und dann bin ich jetzt hier wunderschön. So ein bisschen ab vom Side Highway, also da oben ist der Side Highway. Und dann werde ich da gleich noch dann 4 bis 5 Meter schön runterspringen ins Wasser können. Da freue ich mich schon drauf. So, guten Morgen oder guten Mittag. Ja, weil ich habe heute bis 12 Uhr geschlafen. Mein Auto stand nämlich die ganze Zeit bis 12 Uhr schön im Schatten. Und dann bin ich einfach erst 12 Uhr aufgewacht. Aber auch kein Ding, war dann jetzt schön einmal wieder bei wunderschönem Wetter. Schön Stausee baden. Genau, und dann geht's jetzt gleich weiter. Und das ist übrigens nur Überlauf. Da wird keine Energie gemacht. Das ist einfach zu viel Wasser, was raus muss, sonst würde der See halt zu hoch ansteigen. Hat viel geregnet in letzter Zeit. Inmitten von der Wüste so, weil halt da der Clutha River kommt und hier noch der Mac irgendwas River. Und da war ich vorhin auch noch, wo die sich treffen. Aber geil.
Auto. Jetzt war ich ja gerade in so einem Obst- und Gemüse-Fruchtladen. Hab da mir Äpfel gekauft und einmal richtig schön wieder Real Fruit Ice Cream Blaubeere gegessen. Und dann ist hier jetzt auch einfach so ein Park bei denen hier. Mit Lavendel schön davor, es duftet geil. Und der Park ist auch richtig schön gemacht. Noch mit teils so Skulpturen hier drin stehen. Ganz nett. Surfen könnte, würde das da bestimmt Spaß machen. Aber ich kann leider nicht surfen. Ja. Naja. Ich war jetzt gerade noch schön baden, da hinten. Ich zeige euch das dann gleich nochmal und habe auch noch schön gegessen, Mittag. So, auf geht's jetzt zu den Blue Pools. Der sehr, sehr bekannten Natur. Dingens. Falls ich das noch nicht gesagt habe, ich bin gerade auf dem Weg zur Westküste, um dann die Westküste wieder schön hoch zu fahren. So, da das Wasser arschkalt ist, also wirklich, wirklich arschkalt, deswegen ist es auch so blau, reicht das jetzt nach 6 Mal reinspringen auch. Und ich habe mich wieder angezogen und lasse mich jetzt gerade schön von der Sonne wärmen. So, übrigens komme ich jetzt mit der Westküste auch wieder in Regen, richtiges Regenwaldgebiet. Ja, und hier haben wir den Thunder Creek Waterfall. So, mit dem Regenwald, boah, ich merke es hier schon, dass es wieder richtig feucht ist, kommen wir hier auch ins Gebiet, wo ein Tier sehr präsent ist, was jeder hasst. Das sind die Sandflies. Boah, Alter, ich wurde gerade schon wieder zerstochen, nur weil ich mal eine Sekunde lang still stand.